Remscheider Bräu. Als Pilz, Duster, Helles, Schäps oder Festbier. Einfach genießen. Remscheider Bräu. Bergisch, würzig, lecker. RS1TV begleitet in der Rennsaison 2015 wieder die bergischen Fritsche-Brüder beim Opel Astra OPC Cup bei der VLN auf dem Nürburgring. An diesem Wochenende stand der 9. Lauf der Serie um den 4-Stunden Rowe DMV 250 Meilen Rennenpokal auf dem Programm. Nach den Problemen beim letzten Mal mit dem Turbolader wurde der Motor vorsorglich ausgetauscht. Daher musste der neue Motor erstmal eingefahren werden. Wir haben aus Hause Sicherheit den neuen Motor eingebaut, mit Turbolader natürlich, damit das für diesen Rennen alles okay ist. Und jetzt müssen wir den Motor einfahren, dann müssen wir jeder 4 Runden fahren. Das ist für uns das Wichtigste, damit er morgen vernünftige Drehzahl hat. Auch im Qualifying galt es, den Motor nicht überzubelasten. Dahin nur der 4. Startplatz, aber trotzdem eine gute Ausgangslage fürs 4-Stunden-Rennen. Wie ist gelaufen beim Training mit dem neuen Motor? Gut, alle Kinder laufen nicht schnell auf Anhieb. Wir mussten eben halt sehen, dass wir den nach vorne kriegen. Es fehlt ein paar Umdrehungen und fehlen auch ein paar, eben halt der Topspeed ist noch nicht da. Wir werden es im Rennen so weit nach vorne treiben, dass wir auf dem Podium landen. Das ist halt unser Ziel. Ich würde mal auf die Wetterbedingungen zukommen. Heute Morgen dicker Nebel. Kannst du da ein bisschen was zu erzählen? Gut, wir hatten natürlich mal mehr und mal weniger gute Bedingungen, andere natürlich auch, aber jeder muss mit der Situation zurechtkommen, wir auch. Im Rennen lief es nicht so wie gewünscht, denn der Opel Astra OPC der 3 wurde von der Strecke geschossen und damit war das Rennen vorzeitig beendet. Jürgen, 8. Runde, es hat einen Unfall gegeben, du saßt am Steuer, was passiert? Beim Überholen vom anderen Teilnehmer haben sie mich auf der linken hinteren Ecke getroffen und somit bin ich abgeflogen. Auto ist sehr stark beschädigt und musste das Auto abstellen. Was dir passiert? Mir geht's gut. Die Ärzte haben mich schon leicht untersucht. Ich konnte einfach weitergehen, ohne dass ich irgendwo im Krankenhaus irgendwas machen musste. Also mir geht's wirklich gut. Ohne Eplatzuren bin ich davon weggekommen. Ich würde mal auf den Unfall zu sprechen kommen. War ja ein Walkenhorst BMW. Wie sieht euer Auto aus? Ist noch fahrbereit? Nein, unser Auto ist nicht mehr fahrbereit. Es ist auf dem Transporter aufgeladen worden und müssen jetzt erstmal schauen, wie es momentan weitergeht. Wir müssen ein bisschen die Enttäuschung erstmal auf Seite beamen. Dann würde ich nochmal auf die Gesamtführung kommen. Die ist ja ein bisschen in Gefahr. Was sagst du dazu? Ja, das sieht heute schlecht aus. Wir werden wohl die Führung verlieren, obwohl der Zweitplatzierte schon Probleme auch heute hat. Verlieren wir trotzdem diese Gesamtführung und hoffen natürlich auf dem letzten Lauf noch was zu erreichen. Dann würde ich nochmal auf die Stimmung im Team zurückkommen. Kannst du mir da auch noch mal was sagen? Ja, die Stimmung im Team ist natürlich auf dem Boden. Also mir fehlen im Prinzip auch die Worte dazu und muss da einen kleinen Abstand vornehmen. Am 31. Oktober geht es zum letzten Mal in der Saison 2015 dann auf die Strecke beim Opel Astra OPC Cup am Nürburgring. Und dann geht es für die Fritsche-Brüder mit ihrem dritten Fahrer Hanno Lusterinen um den Titel.